Die Höhepunkte des Spiels der HSG Wetzlar in den weißen Trikots zu Gast auswärts beim HC Erlangen in den dunklen Shirts in Nürnberg. Eine umkämpfte Partie mit guten Aktionen, vor allem von ihm. Bei den Gastgebern Simon Jepsen nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Vorbereiter für Treffer von den Außenpositionen. Insgesamt aber stellt Wetzlar im ersten Abschnitt die bessere Mannschaft. Das liegt vor allem an ihm, an Lenny Rubin aus der zweiten Reihe. Allein er macht 4 Treffer im ersten Abschnitt. Gute Aktionen aus der zweiten Reihe nach etwas holprigem Beginn. Aber dann spielt Wetzlar souverän und mit dem Halbzeitpfiff erzielt Chabor das 15:12 nach 30 Minuten. Es ist eine verdiente Führung. Zweite Hälfte. Wetzlar agiert gut in der Defensive, bleibt weiter vorn. Immer wieder schafft es Erlangen, sich heranzuspielen, auf einen Treffer heranzukommen. Aber die große Stärke der HSG Wetzlar sind heute die Antworten. Auch über den Kreis. Immer wieder geht's nach vorne. Aber Clement Ferlin ist der Mann, der dann in der Crunch-Time häufig im Wege steht. Chavor erneut der Mann für die wichtigen Treffer, bringt Wetzlar wieder nach vorne. Es steht 21:18 aus Sicht des Gastes. Erlangen fightet, kämpft, steinert mit diesem Treffer. Weiter auf der Suche nach dem Anschluss, nach dem Ausgleich. Aber es gibt immer wieder solche Nadelstiche, wie hier von Frederiksen. Wetzlar wieder mit 3 Treffern vorne. Er der Mann für die Anspiel an den Kreis, aber ab und an auch für die Durchbrüche. Frederiksen. Nächster Treffer von ihm. Wir gehen rein in die Crunch-Time. Zwischenzeitlich Wetzlar noch einmal 4 Tore vorne. Jetzt aber wird's knapp. Aber jetzt kommt die große Zeit von Suljakovic mit der Doppelparade. Erst mit links und dann gegen Zechel mit dem rechten Arm. 4,5 Minuten zu spielen. Wieder Clement Ferlin. Überragend. Vor allem dieser Pass auf Bissel. Es steht 24:25 kurz darauf. Weiter ein Treffer vorne. Novak scheitert an Ferlins rechtem Arm. Die Chance für die Gastgeber da zum Ausgleich. Für Seitz. Und wieder Suljakovic. Das war's. Wetzlar nimmt die Punkte mit. Gewinnt in Erlangen 27:26. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.